Tiere zu schützen ist ein gesellschaftliches Anliegen und in vielen Staaten der Welt eine gesetzliche Verpflichtung. Eine Weiterentwicklung des Tierschutzes war ein Ziel der Massentierhaltungsinitiative. Mein Name ist Josef Troxler. Ich bin seit 1996 in Wien an der Veterinärmedizinischen Universität als Professor für Tierhaltung und Tierschutz und seit Ende 2017 emeritiert. Der Mensch nimmt für sich in Anspruch, Tiere nutzen zu dürfen. Das Wohlbefinden der Tiere lässt sich nur indirekt durch geeignete Indikatoren bestimmen. Dazu zählen Gesundheit, physiologische Werte wie Herzfrequenz oder Änderungen von Stresshormonwerten und das Verhalten. Dazu kommen auch emotionale Empfindungen von Tieren wie Schmerzen, Angst oder Freude sowie kognitive Fähigkeiten. Die Umwelt, wo Tiere in menschlicher Obhut gehalten werden, richtet sich stark nach menschlichen Bedürfnissen und von Nutzungszwecken. Die Umwelt entspricht oft nicht den Bedürfnissen der Tiere. Gerade bei landwirtschaftlichen Nutztieren zeigt sich die Problematik deutlich. Einstreulose Buchten, Unterbringung auf engstem Raum, das Fehlen von geeigneten Beschäftigungsmöglichkeiten, reizarme Umgebung und das Auseinanderbrechen von sozialen Gefügen mögen beispielhaft aufgezählt werden. Die Intensivierung von Zucht, Fütterung und Haltung führt zur Überforderung der Anpassungsfähigkeit der gehaltenen Tiere. Die Bedürfnisse der Tiere sind tierartlich und altersabhängig sehr unterschiedlich. Säue zum Beispiel brauchen Platz, um den Liegeplatz vom Kot- und Handplatz trennen zu können. Erkundungsmöglichkeiten, Nestbaumaterial und Abkühlungsmöglichkeiten sind weitere wichtige Bedürfnisse. Mastgöckeli brauchen auch Platz, um auf erhöhten Ebenen ruhen zu können. Ein häufiges Problem ist die Zucht auf hohe Mastleistung. Dabei können gegen Ende der Mast Bewegungsstörungen und Schmerzen beim Laufen auftreten. Die Probleme der intensiven Tierhaltung sind weitgehend bekannt. Es ist dringend nötig, entsprechende Lösungen zu suchen und auch umzusetzen. Tierhaltung ist aber nicht nur eine Frage des Tierschutzes. Zu berücksichtigen sind auch Aspekte der Umwelt, eine standortgebundene Futterproduktion und ökologische Aspekte sind für die Zukunft entscheidend. Dazu kann eine breite Diskussion in der Öffentlichkeit, ausgelöst durch Massentierhaltungsinitiativen, zur Verbesserung der Tierhaltung führen.